Herr Minister, Sie sind seit, ich sag mal, seit dem Bauerntag 2018 Minister für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur, Digitalisierung in Schleswig-Holstein. Jetzt gehen Sie und ich denke, wir machen mal so eine Art Debriefing, bevor Sie zur Böll-Stiftung gehen. Warum machen Sie Schluss? Sie sind ja noch nicht in einem Alter, wo man sagt, jetzt habe ich keine Lust mehr. Für mich ist die Situation jetzt da, dass dieses Angebot, an die Spitze einer politischen Stiftung, einer der großen politischen Stiftungen zu wechseln, etwas ist, was ich sehr gerne annehmen möchte, weil es für mich einfach auch nochmal eine neue Rolle ist auf der Schnittstelle zwischen Wissenschaft, auch Zivilgesellschaft und Politik, dafür zu sorgen, dass wir die großen Transformationen, die derzeit hier auch in Schleswig-Holstein anstehen, ordentlich managen als Gesellschaft. Das betrifft die Landwirtschaft, aber das betrifft auch die Wirtschaft insgesamt. Das betrifft uns alle mit Blick auf die Energiewende. Das sind die Themen, die dort auch mich beschäftigen werden, aber dann eben doch nochmal mit einem Blick auch über die Landesgrenzen hinaus und auch international. Und das finde ich spannend. Das heißt gar nicht, dass für mich bei der Politik jetzt alles vorbei ist, sondern gerade wenn man jung ist, kann man sich natürlich auch noch vieles in der Zukunft vorstellen. Aber der politische Spielraum war Ihnen nicht so eng hier im Lande? Nein, für mich war das eine tolle Aufgabe und eine große Verantwortung, hier an der Spitze dieses wichtigen Ministeriums fast 4 Jahre jetzt wirken zu dürfen. Und ich hätte es auch noch weitergemacht, das will ich gar nicht verhehlen, wenn dieses Angebot so nicht gekommen wäre. Es passte aber von der Zeit, vom Moment und ich denke, es wird auch nach der Wahl in guten Händen bleiben. Nun kann man ja als Minister mehr bewegen, jetzt begeben Sie sich in den vorpolitischen Raum. Werden Sie da was bewegen? Es ist so, ich bin davon überzeugt, dass die Politik immer nur auch so viel bewegen kann und so stark ist, wie die Zivilgesellschaft, wie die Gesellschaft es zulässt. Und da gilt es, gerade auch in den politischen Stiftungen, dazu beizutragen, dass wir, ich sage mal, rauskommen aus unserer Komfortzone von allen Seiten und dazu beitragen, dass die Politik einen Handlungsspielraum hat, einen Gestaltungsspielraum hat. Und das ist mindestens so wichtig, meines Erachtens, wie die Politik selber. Was meinen Sie denn, was haben Sie erreicht und was ist vielleicht auch liegen geblieben? Was wir hier erreicht haben, ist, dass wir mit dem Dialogprozess tatsächlich in der Gesellschaft ein Fundament geschaffen haben. Ein Fundament, auf dessen Basis jetzt es gelingen kann, tatsächlich auch politisch Entscheidungen nochmal weitergehend zu treffen, als es bisher möglich war. Wo wir uns häufig verkämpft haben, auch zwischen auf der einen Seite starken Interessen auf der Umweltseite, auf der anderen Seite starken Interessen auf der Landwirtschaftsseite. Das musste überkommen werden und das haben wir jetzt geschaffen. Und jetzt gilt es aber, diesen Prozess natürlich auch sowohl regional weiter zu vertiefen, als auch in der Sache umzusetzen. Und ich glaube, da müssen jetzt die Weichen gestellt werden. Das ist das, was jetzt ansteht und woran ich auch noch mitwirken werde. Und welche Chancen räumen Sie den Prozess ein? Bis jetzt sind es Worte. Klar, wir haben auch vieles erstmal nur in Worten erreicht, aber auf der anderen Seite sind es starke Worte, wichtige Worte. Noch nie hat es hier in diesem Land ein Dokument gegeben, das so konkret war, dass von den großen Umwelt- und Naturschutzverbänden auf der einen Seite wie eben dem Berufsstand, dem landwirtschaftlichen Berufsstand auf der anderen Seite unterschrieben wurde. Auch die Landesregierung steht dahinter. Viele in der Landespolitik haben sich dem angenommen, das jetzt umzusetzen. Und wir sind ja auch schon mitten in der Umsetzung. Man muss ja sagen, dass viele Prozesse, die aktuell angestoßen werden, wie zum Beispiel die Finanzierung der Stallumbauten, dass die schon auch Umsetzungsteile dieser Vereinbarung sind. Und da gilt es aber natürlich jetzt, weitere Schritte voranzukommen. Wir sind noch lange nicht dabei zu sagen, Mission accomplished. Wir wissen jetzt, dass alles auf dem Weg ist, sondern das wird noch viel Arbeit. Dann nehme ich dem erstmal, dass Sie Hoffnung haben, dass das Geld kommt für die Stallumbauten. Das ist klasse. Ich fordere es auf jeden Fall und ich glaube, dass es gut wäre, wenn alle politischen Parteien daran mitwirken, dass die Realisierung der Stallumbauten jetzt auch in der Sache ermöglicht wird. Es wird nicht funktionieren, wenn man keine Gelder zur Verfügung stellt und das muss jedem klar sein. Kann man den Kommunikationsfaden erhalten, wenn wesentliche Player, das sind Sie, aber auch der Bauverbandspräsident Schwarz wird ja sich nicht wieder zur Wahl stellen, wenn diese wesentlichen mit Kommunikatoren nicht mehr dabei sind? Mein Eindruck ist, dass wir in Schleswig-Holstein mittlerweile wirklich eine ganz breite Mehrheit von Aktiven in den Verbänden haben, die diesen Dialogprozess aktiv mitgestaltet haben und gelernt haben, dass man miteinander stärker ist als gegeneinander. Und das ist das Wichtigste erstmal.
Jetzt muss es darum gehen, dass neue VerantwortungsträgerInnen, die die Rollen übernehmen, diesen Prozess auch weiter fortführen und nicht zurückfallen in alte Muster. Und dazu werde ich meinen Teil auch nach der Amtsübergabe beitragen. Und ich denke, das werden auch andere Akteure, die hier daran teilgenommen haben, aus ihren jeweiligen Rollen weiterhin tun. Da kommt eine Frage zu dem, was Sie vielleicht noch beisteuern können. Die Böll-Stiftung sorgt ja zumindest unter klassischer Landwirtschaft häufig für etwas Ärger mit ihren Atlanten, Fleischatlas, Pestizidatlas. Das ist ja bisher nicht Ihr Ansatz, für Ärger zu sorgen. Und Teile der Fakten kann man durchaus auch hinterfragen. Wie werden Sie damit umgehen? Also die Böll-Stiftung hat einen Auftrag, die politischen Themen, wie zum Beispiel auch das Thema Fleischkonsum, wie zum Beispiel auch das Thema Pflanzenschutzmittel, so aufzuarbeiten, dass ein Blick über den Tellerrand auch stattfindet. Und ich glaube, da beißt sich natürlich einerseits die Wahrnehmung, die Selbstwahrnehmung der Landwirtschaft hierzulande und andererseits der Blick darauf, wie Landwirtschaft global funktioniert. Die Böll-Stiftung hat einen globalen Blick darauf, und wenn man zum Beispiel in den Pflanzenschutzatlas, der jetzt also sehr viel auch aus der Landwirtschaft kritisiert wird, wirft, dann geht es vor allen Dingen auch darum, wie werden Pflanzenschutzmittel global eingesetzt. Und da muss man einfach sagen, sind viele Akteure in der Landwirtschaft global gesehen noch weit hinter dem zurück, was wir in Deutschland schon leisten an Standard. Und das darf sich die Landwirtschaft in Deutschland nicht negativ anschreiben lassen, sondern muss es als Ansporn sehen, dass man eben schon sehr weit ist hier in Deutschland und dass man dazu beitragen kann, dass der Standard global und europäisch besser werden kann. Ich glaube, da hat man viel, was man auch gemeinsam erreichen kann. Danke für die lobenden Worte. Sie haben nun Pflanzenschutzmittelatlas gesagt und nicht Pestizidatlas. Und wenn man das mal definiert, dann gehört zu Pestiziden tatsächlich auch Desinfektionsmittel und diese inerten Gase, die ja ein Riesenvolumen ausmachen und die aber eigentlich nur zum Schutz des Getreides im Lager dienen. Wird der nächste Atlas dann entsprechend Pflanzenschutzmittelatlas heißen? Ich glaube, die Begrifflichkeiten werden häufig natürlich übergreifend verwendet und allen ist klar, dass es letztendlich hier vor allen Dingen um den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln geht. Und wir sollten uns auch gemeinsam darum kümmern, dass man über die Sache diskutiert und nicht über die Buzzwords, die da im Raum stehen. Diskutieren. Haben Sie Ideen oder Möglichkeiten, im Rahmen der Böll-Stiftung vielleicht auch diese Zusammenarbeit mit der klassischen Landwirtschaft anzuschieben? Für uns wird das eine große Herausforderung sein, diesen Dialogprozess, den wir hier in Schleswig-Holstein gelebt haben, mit den Praktikern an Bord, dass wir den auch auf Bundesebene weitertreiben, auf der Basis dessen, was in der Zukunftskommission Landwirtschaft geleistet wurde, einen öffentlichen Dialog darüber zu führen, wie unterschiedlichste Sichtweisen in einem Forum ausgetragen werden können und dazu beigetragen wird, dass man weiterkommt gemeinsam. Und dazu soll auch die Böll-Stiftung ihren Beitrag leisten, dafür werde ich auch sorgen. Da haben Sie auch, glaube ich, gute Voraussetzungen nach der Arbeit in Schleswig-Holstein. Kommen wir mal zu dem Thema, das wirklich ja drängt. Derzeit werden ja einige Gewissheiten erschüttert durch den Krieg in der Ukraine. Ich habe gelesen, dass der irische Landwirtschaftsminister, ich spreche den Namen jetzt mal nicht aus, in Lebensmitteln die wichtigste Ressource seines Landes sieht. Und ich sage mal etwas platt, unsere seltenen Erden, die liegen hinterm Hof. Herr Habeck hat nun beim Energiebereich einiges über den Haufen geworfen und schließt eigentlich fast gar nichts mehr aus. Was schließen Sie nicht mehr aus? Ich glaube, angesichts dieses Kriegs in der Ukraine, der wirklich vieles verändert, viele sicher geglaubten Wahrheiten in Frage stellt, muss man zu dem Ergebnis kommen, dass es nicht klug ist, jetzt Denkverbote Grenzen der Möglichkeiten aufzuzeigen, sondern es gilt erstmal alles jetzt auch nüchtern zu analysieren. Eine nüchterne Analyse kann zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Und ich glaube, viel wird dabei eine Rolle spielen, dass wir sowohl die kurzfristige Lösung der Energieversorgungssicherheit zum Beispiel adressieren, als auch die langfristige Perspektive für eine nachhaltige Versorgung mit erneuerbaren Energien zum Beispiel immer im Blick behalten.
Und das heißt, dass wir kurzfristig möglicherweise zum Beispiel mehr auch fossile Energieträger in Europa, in Deutschland wieder fördern müssen. Und das heißt aber gleichzeitig, dass wir eine klare Perspektive festlegen müssen, wie wir zu 100% erneuerbaren Energien kommen. Und genauso muss es natürlich für uns auch im Agrarbereich sicher werden, dass wir auch in Zukunft eine sichere Versorgung zum Beispiel mit Futtermitteln garantieren, dass wir eine nachhaltige Produktion auf dem Weltmarkt etablieren, aber eben dazu beitragen, dass kurzfristige wirtschaftliche Zwänge, in denen unsere Betriebe stecken, kurzfristige Preisturbulenzen auf den Agrarmärkten, dass die ausgeglichen werden müssen. Und das müssen wir immer zusammendenken. Ich glaube, dazu ist die Landwirtschaft aber auch mittlerweile sehr offen und bereit, wenn man sie entsprechend unterstützt. Vor einem Jahr hat der Deutsche Bauernverband gefordert, die Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln im Grundgesetz zu verankern. Ist das richtig oder zu weit geht? Nein, ich finde, ehrlich gesagt, ist die Versorgungssicherheit in unseren grundgesetzlichen Regeln schon verankert, weil wir zum Beispiel über die europäische Agrarpolitik das Ziel der Ernährungssicherung für den europäischen Markt verankert haben. Das ist im Grunde genommen Grundgesetzniveau. Es ist ein ganz wichtiges Ziel und das muss es auch bleiben. Und natürlich haben wir auch Menschenrechte, wir haben Völkerrecht, das darauf ausgerichtet ist, die Ernährung der Menschheit zu garantieren. Das ist ein Ziel, das wir alle verfolgen müssen. Ich finde es immer besser, dann weniger über theoretisches Verfassungsrecht zu diskutieren, als konkret darüber, wie wollen wir diese Ziele, die wir eigentlich schon längst festgelegt haben, auch erreichen. In diesem Jahr werden die Bauern wahrscheinlich ja allein schon aufgrund des Gaspreises die Grenzen der Düngeverordnung klasse einhalten. Das müssten Sie auch toll finden eigentlich. Ja, grundsätzlich finde ich es gut, wenn wir dazu angehalten werden, bei den Düngemitteln möglichst effizient damit umzugehen, weil wir auch letztendlich sparsamer, nicht nur mit Blick auf den ökologischen Fußabdruck, sondern auch auf unser Portemonnaie dann unterwegs sind als Betriebe. Aber natürlich ist klar, wenn jetzt Produktion dadurch nicht mehr stattfinden kann, dass wir nicht mehr genügend Düngemittel zur Verfügung haben, dann müssen wir auch in den Blick nehmen, wie wir dazu beitragen können, dass Düngemittel wieder erschwinglich werden, beziehungsweise wie am Ende dazu beigetragen wird, dass ein höherer Preis für die Produkte, für die Betriebe bei rumkommt, weil sie es ansonsten betriebswirtschaftlich nicht mehr hinbekommen. Nun wird der Preis ja so hoch sein, dass Afrika sich das nicht mehr leisten kann. Müssen unsere Bauern mehr erzeugen in diesem Jahr? Wie die Erzeugungssituation auf dem Weltmarkt aussieht, kann man jetzt noch gar nicht richtig absehen, weil wir noch nicht wissen, welche konkreten Auswirkungen zum Beispiel in der Produktion in der Ukraine, was die Futtermittel angeht oder auch die Milchproduktion angeht, im Raum stehen. Es ist ja auch so, dass viele Sanktionen zum Beispiel für Russland, was den Milchbereich angeht, schon seit 2014 in Kraft sind. Wir müssen schauen, wie sich das wirklich auswirkt. Aber es ist richtig, dass die Europäische Kommission zum Beispiel die gemeinsame Marktordnung immer im Blick behält, wenn es darum geht, im Zweifel auch Krisenmechanismen auszulösen. Das ist ja extra dafür da, dass Krisen auch abgefedert werden. Nur es muss sich eben dann auch wirklich um eine krisenhafte Situation handeln. Und das müssen wir erst analysieren, ob die auch tatsächlich jetzt eintritt. Das heißt, die europäische Agrarpolitik, Green Deal oder Farm to Fork, setzen ja im Moment hauptsächlich auf Reduktionsziele, sei es bei Düngung oder Pflanzenschutz, bei der Erzeugung insgesamt, mit der Stilllegung. Ist es hier, ich sag mal, um mit Scholz zu sprechen, Zeit für eine Zeitenwende? Ich glaube nicht. Ich glaube, für uns muss es immer und musste es auch bisher darum gehen, dass wir auch weiterhin Lebensmittel produzieren, dass wir weiterhin zur Ernährung der Weltbevölkerung beitragen und dass wir das nicht nur zur Selbstversorgung, sondern auch für den Export in andere Länder tun. Und das verfolgt auch die Europäische Kommission, das verfolgen auch wir, wenn wir Green Deal und Farm to Fork umsetzen. Es geht nicht darum, die Produktion von Lebensmitteln zu reduzieren, sondern es geht darum, den ökologischen Fußabdruck dieser Produktion weitestmöglich zu reduzieren. Dabei muss immer im Blick behalten werden, dass das auch betriebswirtschaftlich abzubilden ist. Und wenn das nicht möglich ist, dann müssen wir Unterstützungsmechanismen auf den Weg bringen, die das erlauben. Aber sind pauschale Ziele, wie die EU sie setzt, da nicht falsch? Denn der Bauer hat ja mit Natur zu tun und die ist tatsächlich ja jedes Jahr anders. Der Boden ist hier anders als auf der Geest. Ich denke nur an die Studie von Herrn Henning von der Christian-Albers-Universität,
der gesagt hat, wird das so umgesetzt, dann wird Europa vom Netto-Exporteur zum Netto-Importeur. Es wäre falsch, wenn wir in der Europäischen Union den Weg einschlagen, unsere Lebensmittelversorgung auf den Import zu stützen. Sondern wir müssen weiterhin dazu beitragen, dass wir in der Lage sind, uns in der Europäischen Union auch selbst zu versorgen. Ansonsten tun wir auch keinen hilfreichen Beitrag in der Entwicklung in der Welt. Was nicht heißt, dass wir auch importieren. Wir werden weiter importieren. Aber wir sollten dazu beitragen, dass wir unterm Strich sozusagen eine Nettobilanz haben, die positiv ist sozusagen. Ja, dass wir also durchaus dazu beitragen, die Welt mit zu ernähren. Aber es heißt nicht, dass wir am Ende nun dazu beitragen müssen, auch überschüssig viel zu exportieren. Denn wir müssen auch dazu beitragen, dass andere Regionen in der Welt in der Lage sind, sich auch selbst zu versorgen. Und ich glaube, das ist eine Erkenntnis auch aus den letzten Jahrzehnten, dass wir uns keinen Gefallen selber damit tun, wenn wir nur auf Export setzen und auch natürlich den anderen Regionen in der Welt keinen Gefallen dadurch tun, wenn wir sie nicht selber in ihrer Stärke entwickeln, sich selbst auch zu versorgen. Nun waren Sie ja relativ vorsichtig bei Ihrem Ziel Ökolandbau mit 15%. Die Bundesregierung, Herr Özdemir, setzt auf 30% Ökolandbau. Zugleich allerdings will er die Tierhaltung reduzieren, wo ja wieder die Nahrung für unsere Nahrung herkommt, also die tierischen Exkremente. Ist 30% zu viel und ist die Reduktion der Tierhaltung ein Fehler? Ich glaube, 30% ist erstmal ein Ziel, an dem man sich orientiert, zu sagen, da wollen wir hin. Und die Frage, ob wir das können und inwieweit das möglich ist, hängt nicht an der Frage, welches Ziel wir festlegen, sondern hängt an der Frage, wie schaffen wir die Bedingungen, dass Betriebe in der Lage sind, sich bestmöglich umzustellen auf einen Ökolandbau oder auf einen ökologisierten konventionellen Landbau in Zukunft. Das werden die beiden Baustellen sein, die wir weiter verfolgen müssen. Und ich finde es richtig, die nötigen Mittel für diesen für diesen Umbauprozess zur Verfügung zu stellen. Und ich finde es genauso richtig, dass die Betriebe dann ihren richtigen Weg finden, sich zu orientieren, selber zu orientieren, in welche Richtung sie am besten produzieren können. Und dann müssen wir nachsteuern, wenn das zu wenig ist im Ergebnis. Und eine Reduktion der Tierhaltung ist ein politisches Ziel auch von Ihnen? Eine Reduktion der Tierhaltung ist nur dann ein politisches Ziel, wenn es darauf ausgerichtet ist, den ökologischen Fußabdruck insgesamt zu reduzieren. Und wenn es notwendig ist für uns, für eine ausgeglichene ökologische Versorgung, dass wir unterm Strich weniger Tiere produzieren, dann sollten wir das auch umsetzen. Jetzt geht es aber erstmal darum, zu analysieren, wie können wir den ökologischen Fußabdruck weiter verbessern. Und das können wir auch in der Tierhaltung noch. Und ich glaube, das spielt beides zusammen. Und im Ergebnis werden wir wahrscheinlich schon allein vom Konsum her sehen, dass es einen geringeren Verbrauch an tierischen Lebensmitteln geben wird. Einmal ein anderes Thema, und zwar, wie man in der Öffentlichkeit mit den Landwirten umgeht. Ich erinnere, dass der NABU-Präsident Herr Krüger in der Zeit in einem, glaube ich, Interview mit Herrn Ruckwied gemeinsam damals sagte, man kann doch nicht Glyphosat abschaffen, wenn man nicht weiß, was stattdessen kommt. Er kriegte ordentlich Prügel, vor allem von Greenpeace. Und Sie dürfen sich entscheiden, ob Sie mitprügeln wollen oder ob Sie ihn streichen wollen. Ich finde Prügeln in der politischen Auseinandersetzung derzeit einfach nicht angemessen und ich glaube auch nicht, dass es zielführend ist, um das Ziel zu erreichen, das wir hier vor Augen haben. Wir haben uns entschieden in Europa gemeinsam, dass wir aus dem Einsatz von Glyphosat aussteigen. Und jetzt ist die Frage, wie bekommen wir möglichst schnell alle Betriebe dazu, Wege zu finden, ohne dieses Mittel auszukommen. Dass nicht alle Betriebe von vornherein das erschaffen werden, ist klar. Deswegen haben wir ja auch noch Einsatzmöglichkeiten. Aber ich glaube, der Fokus muss jetzt darauf liegen, Alternativen zu verbreitern und die Betriebe darin zu unterstützen, diese umzusetzen und weniger auf der Auseinandersetzung sozusagen, wie schnell kommt jetzt dieses Verbot in den verschiedenen Bereichen. Der Pfad dahin ist eh klar, es sind nur noch wenige Jahre, bis 2025 glaube ich, bis wir eh raus müssen. Insofern, jetzt geht es darum, in diesen Jahren möglichst schnell alle Betriebe auf die richtige Richtung zu bekommen, sodass wir nicht wie bei der Ferkelkastration am Ende dastehen und sagen, ja okay, wir haben das Ziel gehabt, aber wir haben nichts erreicht. Das hilft den Betrieben genauso wenig wie allen anderen. Nun gibt es ja bei den NGOs durchaus eben unterschiedliche Charaktere, NABU oder Greenpeace. Mit wem würden Sie lieber zusammen? Ich glaube nicht, dass es hilft, jetzt LieblingspartnerInnen auszuerkoren, sondern wir werden alle brauchen, wir werden alle an Bord brauchen.
Möglicherweise wird man nicht jeden mitnehmen können, aber es gilt erstmal, eine möglichst breite Basis zu erreichen. Und das haben wir in Schleswig-Holstein gezeigt, dass es möglich ist. Ich denke, das sollten wir auch auf Bundes- und EU-Ebene versuchen. Auf Bundesebene ist Greenpeace ja auch ausgestiegen. Insofern, manche sind schwierig. Es wird nicht immer jeder von vornherein mitgehen können, aber solange wir einen möglichst konsensualen, einen möglichst breiten Prozess anlegen, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Wichtig wird, dass es keine Spaltung gibt, weil dann kommt man nicht voran, dann kriegt man keine Mehrheiten. Ich erinnere noch, dass Sie vor, glaube ich, 2 Jahren bei der Umsetzung oder Diskussion der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung ja mit Frau Hein-Esser aus Nordrhein-Westfalen zusammen einen Kompromiss gefunden haben, der dann auch von den Grünen, aber auch von vielen Tierschutzorganisationen massiv kritisiert wurde. Sie kennen also auch diese Seite, die Herr Krüger erfahren hat. Wie sind Sie damals damit umgegangen? Mich kratzt es am Ende nicht so, wenn es weiter Kritikpunkte gibt, denn die wird es immer geben in der Politik. Politik ist immer der Prozess von Kompromissfindung und von Mehrheitsfindung. Und ich war davon überzeugt, dass nach 20 Jahren Auseinandersetzung niemandem mehr damit geholfen ist, wenn wir das Problem weiter aufschieben. Sondern wir müssen Entscheidungen treffen als Politik. Das erwartet man von uns auch. Und das heißt auch, wenn man einen Kompromiss gefällt hat am Ende, dafür gerade zu stehen, und im Zweifel hinzunehmen, dass es Leute gibt, die immer noch kritisieren, vielleicht auch auf einen einprügeln. Aber ich empfinde es als Teil der Rolle in der Politik, diese Kritik dann auch einfach anzunehmen und zu sagen, alles klar, wir sind möglicherweise immer noch nicht am Ende des Prozesses. Es wird weiterhin Debatten geben. Aber deswegen gilt es trotzdem weiterhin, Zwischenstufen zu gehen. Ein Prozess besteht aus Stufen. Wenn man die Treppe nicht anfängt zu gehen, wird man nie am Ende ankommen. Nun hat auch diese genannte Verordnung damals ja für einen erhöhten Strukturwandel gerade in der Schweinehaltung gesorgt. Wir hatten ja gar nicht geahnt, dass Corona das noch massiv verstärkt, hat es aber getan. Inzwischen, so sagt unser Vizepräsident Herr Pritschau, ist die knappste Ressource nicht Land oder Kapital, sondern Landwirte. Wie erhalten wir diese Ressource in Zukunft? Ich glaube, das Wichtigste, um die Landwirtinnen und Landwirte als Ressource, wenn man es so bezeichnen will, für die Zukunft zu erhalten, ist die individuelle Ansprache und die Betreuung derer, die es noch machen wollen. Denn die sind diejenigen, die das am Ende in Zukunft tragen müssen. Und das heißt also, den jungen Leuten vor allen Dingen, die jetzt in Ausbildung sind oder die jetzt Betriebe übernehmen, die jetzt Verantwortung übernehmen, denen die bestmögliche Unterstützung und die bestmöglichen Ansprechmöglichkeiten in den Ministerien, in den Behörden, in der Kammer zu bieten, die bestmögliche Beratung zu bieten. Und das ist unser Fokus, das wir hier auch die letzten 2 Jahre verfolgt haben, die letzten 3 Jahre, dass wir wirklich versucht haben, möglichst viel an jungen Leuten auch mit zu unterstützen, die diese Aufgaben übernehmen sollen. Der Rest ist Betriebswirtschaft und politische Rahmenbedingungen. Und natürlich müssen die politischen Rahmenbedingungen so sein, dass Betriebe, die Zukunft sich erhalten wollen, auch in der Lage sind, das in irgendeiner Form darzustellen. Eine Rahmenbedingung ist ja auch der sogenannte Markt. Nun hat man den Eindruck, dass beim LEH der Kunde vielleicht König ist, aber der Lieferant der Fußabtreter. Ist der Handel zu mächtig, um überhaupt noch einen Markt darstellen zu können oder müssen? Der Handel wird immer mächtig sein, ist ein wichtiger Akteur. Aber er hat seine Verantwortung nicht wahrgenommen über viele Jahre. Und das muss man ihm klar ankreiden und das muss man deutlich benennen. Es hat verantwortungslose Akteure gegeben und es hat zu viel Verantwortungslosigkeit seitens des Handels gegeben. Es gibt jetzt eine veränderte Wahrnehmung. Viele Akteure im Handel erkennen, dass sie Verantwortung tragen, versuchen Modelle auszuprobieren, mit denen sie als Zwischenakteur den Lieferanten auch wieder Perspektiven bieten. Und das muss man unterstützen. Und diejenigen, die nicht diesen Weg gehen, auch deutlich machen, dass man das nicht akzeptieren wird. Und ich glaube, für den Handel wäre es ein großes Problem, wenn Politik und Öffentlichkeit sich komplett von ihm abwenden. Jetzt mal, ich war vor kurzem an der Westküste, ein ganz praktisches Thema. Im Moment mästen wir eher Gänse auf den Äckern oder auf den Weiden als Rinder oder dass wir Getreide erzeugen. Auf Herr Worm sind die Bauern tatsächlich verzweifelt. Wo ist das Schluss? Es ist massiv, was man auf Pellworm erlebt. Deswegen hat das für uns auch einen Fokus. Gerade das Geschehen auf Pellworm muss uns aufrütteln und dafür sorgen, dass wir alle Möglichkeiten ergreifen, um das Management für die Landwirtinnen und Landwirte zu unterstützen. Wir haben da unterschiedliche Herangehensweisen. Das eine ist, dass wir tatsächlich
durchaus mehr und einfacher die Entnahmen, die Abschüsse bei den Gänsen ermöglicht haben. Das wird aber keine großartige Veränderung, das muss man auch klar sagen, bei der Masse des Drucks, den wir da erleben, erreichen. Das Zweite ist, dass wir die Entschädigungsregeln ausweiten, sowohl für den Ackerbereich, dass wir auch sagen, dass auch auf den Sommerungen oder wenn das mit den Sommerungen nicht funktioniert, dass man dann eben Entschädigungsregelungen erreicht, aber eben auch im Grünland, dass man auch im Grünland in der Lage ist, Vertragsnaturschutzmuster in Anspruch zu nehmen. Das wird nicht für alle Flächen funktionieren, aber es wird für viele Flächen ein Angebot sein, von dem die Betriebe profitieren können. Und dann gilt es darum, dass man eben die Landwirtinnen und Landwirte auch unterstützt, dabei mit den Gänsen ein Stück weit zu wirtschaften. Und das wird die große Frage sein, wie weit wird das möglich sein? Das müssen wir auch weiter verfolgen. Deswegen haben wir zum Beispiel jetzt auch die Fernerkundungsdaten zur Auswertung der Situation gerade auf den Inseln verstärkt. Das heißt, nachsteuern werden wir definitiv auch müssen in den nächsten Jahren, das ist klar. Ja. Vielleicht noch zum Schluss zwei Fragen. Einmal, Sie haben ja wirklich von am Beginn, wie gesagt, der Bauerntag war Ihr erster öffentlicher Auftritt, mit dem Bauverband zusammengearbeitet. Was möchten Sie dem Bauverband Schleswig-Holstein für die Zukunft mitgeben, auch gerne als Rat? Also erstmal glaube ich, dass der Bauernverband in Schleswig-Holstein in den letzten Jahren einen ziemlich wichtigen Weg schon gegangen ist, nämlich einen Weg hin zu einem Verband, der sich als politischer Akteur sieht, und in den Dialog mit anderen eintritt, der nicht mehr nur eine reine Interessensvertretung ist, sondern eben den Anspruch erhebt, mitzugestalten, den Weg auch der Veränderung mitzugestalten. Und ich finde, dass der Landesverband in Schleswig-Holstein und die Kreisverbände in Schleswig-Holstein dabei große Impulse geliefert haben für das, was wir auch auf Bundesebene diskutiert haben und auch den schwierigen Spagat zwischen einerseits Interessensvertretung für die Landwirtschaft zu sein und andererseits aber eben auch diejenigen einzubinden, die sich politisch engagieren wollen, die sich auch irgendwo gesagt haben in den Bauernprotesten, wie kann ich eigentlich mich auch sichtbar machen gegenüber der Gesellschaft, ja, und im politischen Diskurs. Und ich finde, das ist gut gelungen und diesen Weg sollte man weitergehen und immer den Dialog mit den Akteuren in Schleswig-Holstein suchen und sich nicht einmauern. Das ist das Wichtigste. Dann noch ein letztes Statement. Wir hatten von der Ressource gesprochen, jetzt gehen wir auf die jungen Leute, die gerade angefangen haben oder noch anfangen wollen, sich entscheiden müssen, ob sie Landwirt werden wollen. Auch bei Baum hatte ich von dem Landwirt gehört, sein Sohn lernt Landwirtschaft, aber er wird es den Hof nicht übernehmen. Hm. Sie dürfen jetzt den jungen Leuten berechtigten Mut machen. Also erstmal glaube ich, dass Landwirtschaft weiterhin ein ganz wichtiger Wirtschaftssektor sein wird. Einer, der immer relevant sein wird, weil die Ernährung von Menschen ist eine große Aufgabe, die wir zu leisten haben. Und für die wird auch weiterhin viel Geld ausgegeben. Die Frage ist, mit welchen Rahmenbedingungen schaffen wir es, dass möglichst viel eben auch bei den Produzierenden ankommt. Da sind Politik und Handel gefragt. Und die Frage ist, wie können wir die Rahmenbedingungen so gestalten, dass eben der Zugang zu den Märkten zum Beispiel auch existiert für die jeweiligen Akteure und dass wir Nachfrage auch nach den Produkten, die produziert werden, schaffen. Und da möchte ich nur dafür werben, Mut zu haben, die eigene Nische zu entwickeln, nicht mehr wie in der Vergangenheit die Dinge nach Schablone zu machen, sondern seinen eigenen Weg zu suchen, sich beraten zu lassen und bei der Politik anzumerken, wenn es Schwierigkeiten gibt, auf dem Weg weiter voranzugehen. Weil die Politik ist auch nur so stark, wie viel Feedback sie aus der Praxis bekommt. Dieses Feedback wird sicherlich weiterhin gegeben werden. Vielen Dank, Herr Minister. Ihnen auch alles Gute auf Ihrem weiteren Weg. Vielen Dank.